virtuelle Brille. Werkzeuge zum Bauen der virtuellen Brille. Die Klettverschlüsse für die virtuelle Brille. Die Bauteile der virtuellen Brille auf Papier. Die genauere Anleitung zum Bauen der virtuellen Brille mit Bildern. Hier sehen Sie die zwei Linsen zum Durchgucken auf das Smartphone der virtuellen Brille. Hier sehen Sie einen Schraubenzieher und die Klettverschlüsse der virtuellen Brille. Hier können Sie sehen, wie man anfängt, die virtuelle Brille zu bauen. Dazu legen Sie das Papier auf die Pappe und kleben diese fest. Wenn Sie die Teile auf die Pappe geklebt haben, schneiden Sie die Teile samt Pappe aus. Nun kleben Sie die Teile zusammen und biegen sie so, dass sie in die richtige Form sind. Mit dem Cuttermesser schneiden Sie alles nochmal sauber ab. Nun fangen Sie an, die Linsen auf Ihre Brille zu kleben. Dazu holen Sie sich zwei Linsen und schneiden jeweils aus der Pappe die Form der Linsen ungefähr aus. Diese kleben Sie auf die Pappbrille. Da rein kommen später die Linsen. Nun kleben Sie die Halterungen für die Linsen mit Kleber an der Brille fest. Nun machen Sie die Brille mit den dafür vorgesehenen ausgeschnittenen Haltern so fest, dass sie an Ihrem Kopf nicht runterfallen kann. Hier sehen Sie eine fast fertige, gebastelte Brille. Hier sehen Sie die Klettverschlüsse, mit denen die virtuelle Brille so zusammengehalten wird, dass wenn Ihr Smartphone da drin ist, die virtuelle Brille nicht auseinanderfallen kann. Nun machen Sie die Brille mit den Gummis so fertig, dass Sie sie auf den Kopf setzen, ohne dass sie runterfallen kann. Dies erfolgt mit Kordeln. Das ist die richtige, fertige virtuelle Brille. So sollte sie nachher aussehen. Das Anmalen ist Ihnen selbst überlassen. Hier können Sie sehen, wie Kinder mit der virtuellen Brille rumhantieren und zeigen, dass man damit auch fahren kann. Was wir leider nicht sehen können, ist, wie es von innen auf dem Smartphone aussieht, weil diese Kameraansicht war.